Es gibt immer lustige Situationen im Leben, darunter auch in der Gastronomie. Und eines meiner liebsten Erlebnisse, die ich gern weitererzähle, wo man ein bisschen auch einen frechen Humor braucht, ist folgende. Sie kennen bestimmt die Situation, dass Sie in einem Lokal sitzen und dann huscht eine Substanz. Nein, es ist keine Substanz, es ist ein Subjekt. Genau, mit den Fremdworten habe ich es ein bisschen. Ein Subjekt vorbei und viele nennen das Ober. Und dann sagt man, Verzeihung, darf ich bestellen? Und dann sagt er, nicht böse sein, nicht mein Tisch. Und wenn das zweimal oder dreimal passiert, dann muss man, glaube ich, irgendeine Reaktion zeigen. Und mit einem Freund zusammen haben wir das auch gemacht. Als wir wieder mal das typische nicht mein Tisch gehört haben, haben wir den Tisch genommen, haben ihn 20 cm oder vielleicht einen halben Meter weiter hingestellt und haben dann gesagt, okay, ist es jetzt Ihr Tisch? Ich glaube, der Kellner hat das verstanden. Und eine weitere Geschichte, die auch in dieses gleiche, in diesen gleichen Bereich hineinfällt, wenn man diesen Kellner nicht findet und er kommt und kommt nicht her und sagt, nicht mein Tisch, dann habe ich einmal die Chance ergriffen, habe mir den Geschäftsführer geholt und habe ihm gesagt, schauen Sie, ich bin Arzt. Stellen Sie sich mal vor, dort hinten im Eck in Ihrem Lokal kollabiert ein Kellner. Und ich stehe auf, gehe hin und so sage, ups, nicht mein Kellner. Sehen Sie? Und ich glaube, wenn man das versteht, dann weiß man, die Situation wird nicht mehr passieren.